Kiste schon eingenommen. Kaputt gemacht oder sonst was? Ja. Nee. Oder? Wurde schon kaputt gemacht. Ich habe aber keinen Kill gekriegt. Wie geht das? Da verschwindet sie noch mal Zeug. Kann auch sein. Hier hatte ich eben einen angehittet. Leute. FMG Akimbo. Nur ist es. Da ist einer. Kommt gleich einer. Oh, die räumen von hinten auf. Puh. Hier. 10 Kilometer Fernkämpfer. Macht dadurch sogar noch Kills. Also mich stört's nicht. Wir machen uns gar nicht fertig. Oh, sie machen uns fertig. Ah, Headshot gedrückt. Ja, aber gut, ne? 8 Kills, 13 Tode. Puh. Ist nicht so gut. Nicht so prickelnd. Welche andere sehe, die machen bestimmt 25 Kills und 3 Tode oder so. Frag mich aber nur, wie man das hinkriegt. Achtung, feindliche Aufklärung. Ah, habe ich gewartet. So. Meiner. Ah! Ah! Zu lang gelaufen. Olle, Vorrat. Nimmt man feindliche Vorräte hier zu Lande. Fo! Nein! Ja! Kann ich euch das mal zeigen? Da stellt man hier so auf. 6. Ja, dann hält man Abstand. So, so. So, drückt F. Dann kann man hier so ziehen. Fu, 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 fu. Schießen. Das wollte ich nur mal euch zeigen. Und da sieht man die Gegner. So hat die Aimbot, ne? Schreibt da ohne den Noob. Ich weiß ja nicht. Lol, stay classy. Ah, ja. Verstehe nicht. Ich war nicht letzter. Schon wieder was Gutes. Bodenangriff war das. Dann kommt Teamverteidiger. Holen und halten sie die Flagge. Das Team mit der Flagge verdient Bonuspunkte für jeden Abschuss. Nicht schlecht. Hardhead. Nicht fallen. Das ist so eine Sniper-Map. Das ist so ein bisschen dichter. Obwohl, man kann gut durch die Rohre snipen. Aber die gewinnt. Ganz klar. Finde ich auch besser so. Ganz ehrlich. Meine Meinung. Worüber könnte man reden? Ja, auf meinem Kanal ist das Portal 2 Together beendet. Why? Ich hatte es angefangen und dann auf meinen alten PC, oder? Ja, glaub schon. Oder ich hatte es deinstalliert oder Steam neu installiert und dann war unsere Save State weg und ich wollte nicht nochmal alles von vorne machen und dann wurde ein Video von YouTube gelöscht, weil da blablabla drinne war Content und das vom ersten Video musste ich den Anfang wegschneiden, weil da auch Content durch die Musik drin war, deswegen habe ich das jetzt ganz sein lassen und hab's beendet. Aber ist auch okay, ne? So ein Together kann man ja mal beenden, aber dafür kommt er jetzt hier. MW3 und ich denke mal, ist ein guter, ganz guter Ausgleich hier. ACE-Killer hatten wir eben, G36C.
wir uns hier auch nochmal angucken. Ja, nicht so auf hohe Abschussserien hinaus. Aber hier mit Dings. Ich mag dies für sie nicht, aber ich wollte das mal auf irgendeine Waffe drauf haben. Weil ich ganz viele sehe, die damit übelst gut sind. Außer ich. Ich bin totaler Noob damit. Okay, kill, ne? Heißt nichts. Ich laufe immer gerne mit der Desert rum. Wir haben die Flagge nicht. Genau. Na komm. Es ist. Wir haben jetzt die Flagge. Oh, fu, 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 fu. Achtung, ich nehme mal das nächste. Das nehme ich eigentlich für dunkle Maps, also G36C. Ja, Typ 95, Dreierbass. Sehr, sehr stark, meine Meinung nach. Sehr, sehr gut, finde ich. Ja, hier, ein Bass, tot. Ja, da sind welche. Ah, Heli. Hup, hup. Hubschrauber Landeplatz. Oh schön. Sieht hier aus nach so einer Map, wo es immer hin und her geht und hin und her und hin und her. Und hin und her. Sterbe! Ah! Ey, dieser Agro-Heli, ey. Nö. Werde blind. Schade. Wir haben die Flagge fallen gelassen. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Wir haben die Flagge. Woher wusste er, dass ich da komme? Haben die eine Drohne oder so? Weil ich kam, er schmisse mir direkt eine Blendgranate in den Face. Hä? Oh. Den übersieht man mal gut. Haben sie gut gemacht, einer mit dem Schild und dann er. No. Der Feind hat die Flagge fallen gelassen. So. Ich sollte aus Entfernung mehr die Waffe nehmen. Die ist geeigneter. Die ist mehr so für Nahkampf. Die Flagge gehört uns. So, etwa. Der Flieger kommt leer. Genau. Wir haben die Flagge verloren. Gib mir. Genau. One. Forward. Ah, ich hab gedacht, das wären die Helis. Da hätte ich meine Akimbo nehmen sollen. Wusste aber nicht, wo er war. So, das ist meins. Meine Bauernschutzgeräte. Da, da! Wo ist denn der? Bewegt er sich oder? Ja, er bewegt sich. Das heißt, das Team muss ihn verteidigen. Komm, mich freut es, dass es hier so flüssig läuft. Ich denke mal, es ist genauso wie ein normales Deathmatch, bloß dass man noch die Flagge halt hat, ne? Wie hat er ihn gesehen? Ich hätte ihn gar nicht gesehen dadurch. Von der Entfernung. Naja, ich bin auch blind, ne? Gay, low, high. 5 Kills, 13 Tode. Nicht letzter. Haha. So, es war Teamverteidiger. Aber man muss auch verteidigen. Der Angreifer müssen die beiden Bombenplätze innerhalb des Zeitlimits zerstören.
Ja, sonst gewinnt das andere Team. Es gibt Verteidiger und Angreifer. Die Angreifer müssen die Ziele bombardieren, also zerstören dadurch, und die Verteidiger müssen es beschützen. Und wenn das, können die Bombe, glaube ich, auch entschärfen, ne? Ja, glaube schon. Naja, dann dauert's noch. Ach ja, Black and White. Alki. Frühe End. Und so viele Maps kommen danach. Dome. Dome ist geil. Baccara. Habe ich noch nie gezockt. Deswegen gar nicht erst nehmen. Dome mag ich. Also die Map ist übersichtlich gut gemacht. Also. Finde ich gut. Gibt eigentlich, doch es gibt Camperplätze. Am meisten wird in diesem Gras da gecampt und verschanzen sich. Und ich frage mich, wo da jetzt die Bombenplätze sein sollen. Ich denke mal, vielleicht in diesem einen Haus und in der Wildnis irgendwo. Weiß ich nicht. Blättern sie durch ihre Abschussserie und finden sie, um die zu finden, die sie gerade brauchen. Ja, genau, so ist es. Mal gucken. Das ist auch so eine Fernkampfwaffe. Da, one hit tot. Sehr, sehr stark die Waffe, muss ich sagen. Ist aber nicht hier das Optimale, finde ich. Aber wir sind die Verteidiger. Sehr, sehr starke Waffe, ich spiele sie mir auch aus Entfernung. Wo ist es? Da. Da war noch ein Mann. Ja, ich mag die Waffe. Ich hoffe, man merkt. Man nämlich nicht. Also ich habe zwar gerne, also auch viele Lieblingswaffen, aber ich kann nicht mit jeder spielen. Dieses Scorpion ist ja was für ein Arsch. Kommt wieder alle in den Kommentaren. Akimbo nur. Vielleicht schon, wenn ihr nur noch schreibt. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Oh, verschaffe ich uns mal einen Überblick. Explosivköder ist unterwegs. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Keine Ahnung, wo es gelandet ist. Ich hoffe irgendwo, wo es gut ist. Werden wir jetzt ja sehen. Ah, es ist nicht schlecht gelandet. Schon bei den Gegnern. Flash mich selbst. Das ist immer einen sehr guten Eindruck. Zwei Bombenplätze leben noch. Schön. Ah, hier mag ich nicht so die Waffe. Weil ich spiele die mehr auf so größeren Schlachtfeldern, auch wenn es bei MW3 nicht so viele davon gibt. Hier sind mehr so. Baller, sagt man gerade. Deswegen nehme ich jetzt mal eine. TP90 M1. Ist keine schlechte. Na. Ah. Potter. Hey, Potter, wo ist Harry? Aha. Alter, ich sollte nicht immer so laufen. Und dann, wenn Gegner kommt, erst so. Sollte er mal vorsichtiger, be careful machen.
wenn die eine Bombe explodieren lassen, gibt es eine Zeitverlängerung? Das ist ein schöner Campingplatz, wollte ich schon sagen. Camperplatz. Ein Schwachsinn. Campingplatz. Das war der größte Scheiß, den man sagen kann. Passt zu mir. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Denken sich jetzt viele. Haben sie aber auch recht. Fokus schnell hoch. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Fahren wir mal ein paar. Ah, hey, ich messe. Ja. Messen wäre es, glaube ich, zu weit weg, ne? Explosivköder bereit. Explosivköder ist unterwegs. Ach, ey. Wer blendet mich da? Voll der Noob. Ah, nachladen. Lade ich immer noch nach, wenn ich einen Gegner getötet habe. Oh, der war gut. Von hinten kommen sie. Ah, da hat er. Meine. Ah, da steht er da oben drauf. Na, wo ist er? Ah! Ich hab das, wenn da oben jemand drauf stehen muss. Aber Spiel kann man ja auch zu zweit spielen, ne? Komm jetzt aber. Ich fühle mich verarscht. Darf ich das? Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Bombe entschärft. Perfekt. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. So, jetzt sehen wir mal, wie man entschärft. Ich bin Held. Gut gemacht, Genosse. Hahaha. Ha. Oh, nice one. Aber was ist das denn für eine Schrot? Kann ich gar nicht. Seitenwechsel. Ach nee, ne. Sprengkommando. Einmal kurz Cut. So, wir doch. Wegen aufnahmetechnisch, damit es nicht zu lang wird. Na scheiße, jetzt habe ich hier kein Bahnkreuz, nichts, also. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Ich glaube Abschussserien werden dazu gezählt. Na schön. Ich sehe nicht die Zeit, ich sehe nichts. Ich möchte wieder was sehen. Da fühlt man sich extrem aufgeschmissen. Explodier. Geht doch. Aufklärungsdrohne ist online. Kann doch nicht so schwer sein. Camper Number One. Ich möchte dieses Fernlenkgeschütz haben. Die Bombe wurde platziert. Wie wir sie totwaschen. Wie ich sie totwaschen will. Heute wäre fast, ey.
Speedhack wieder. Da braucht man echt einen Snipe. Snipe wäre da extrem gut. Oder? Oh lol. Ich werfe zwar immer Granaten, aber die sind meistens gar nicht so frei. So, von da waschen, ne? Ich bin noch da. Ist online. Ich schon sterben.